Hallo ihr Lieben, ich reagiere mal auf das Buch Female Choice von Maike Stoworg. Hatte ich auch schon ein paar Mal drüber geredet. Durchaus ein paar interessante Thesen, ja, ob sich vielleicht früher nicht, weiß natürlich auch keiner hundertprozentig genau, aber warum sich vielleicht in bestimmten Zeitaltern Männer nicht so fortgepflanzt haben, wie sich das so vielleicht möglich gewesen wäre. Aber es gibt auch viele Probleme mit dem Buch und der Haltung da drin. Und er ist schon ein Jahr alt. Ich verlinke das Video natürlich auch hier drunter. Die Quelle ist, glaube ich, letztlich so vom Verlag, habe ich so den Eindruck. Aber ich weiß es nicht so ganz genau. Steht hier für den Blog von Klett Cotter. Und ja, es ist harter Tobak. Es ist echt harter Tobak. Wir hören mal rein. Guten Tag, Frau Stoworg. Hallo, Herr Wittmann. Sie haben Biologie mit dem Schwerpunkt Evolutionsökologie und studiert und sind promoviert worden im Bereich Epidemiologie. Also ich habe es mal so ein bisschen schneller gemacht, aber ich glaube, fest sich gut hören. Wir werden auch nur ungefähr bis zur Hälfte. Da möchte man sich schon über den Bildschirm auswirken, aber das reicht dann auch, glaube ich. Wechselwirkungen zwischen Lebewesen und ihrer Umwelt sind ihr besonderes Steckenpferd. Seit der Aufschreiaktion 2013 beteiligen sich immer mehr an Geschlechter- und Gesellschaftsdebatten. Eben ist ihr Buch Female Choice. Wenn man da drauf guckt, da ist Male noch ganz hervorgehoben. Aber ich glaube, das wird sich in dem Lauf der Lektüre ändern. Also ich finde das ganz schlimm, sag ich mal gleich. Ich meine, der tut mir ein bisschen leid, der Typ, weil der ist ja irgendwie vermutlich vom Verlag, aber wie der sich hier so unterwürfig macht, das muss wirklich aufhören, dass die Männer sich hier so in diesen neuen Zeiten, die wir jetzt haben, dass die sich so klein machen und als, weiß ich nicht, unterlegene Wesen darstellen, was irgendwie auch schon eine Folge ist von diesem, ja, so gewissen Seiten dieses, ja, dieser späten Wellen des Feminismus oder was kann ich mal so auf Feminismus nennen kann, aber Schlimm. Das ist schon hardcore. Titel vom Anfang und Ende der männlichen Zivilisation bei Klett Cotter erschienen. Entschuldigung, bei Tropen. Ist bei Tropen erschienen. Richtig. Um die Vorherrschaft der Männer aufzubrechen, ist ihr Ansatz viel radikaler. Sie möchten die männliche Vorherrschaft beendet wissen. Das Wort Gleichberechtigung kommt in Ihrem Buch eigentlich gar nicht vor. Oder habe ich das überlesen? Nee, ich glaube nicht. Ja, legt ja gleich schon Finger in die Wunde, weil was sie jetzt gleich hier auslegen wird, ist eigentlich Vorherrschaft der Frau. Ich weiß nicht, was das jetzt bringen soll, aber das, da geht's schon los. Ich habe es tatsächlich nicht verwendet, weil für mich das so selbstverständlich ist, dass Männer und Frauen und natürlich auch alle anderen Geschlechter die gleiche Kraft haben, die gleiche Bedeutung haben. Und ja, aber wer sagt eigentlich, dass wir das nicht haben? Also ich kann das, tue mich mal schwer, das nachzuvollziehen. Sicherlich mag es Bereiche geben, wo vielleicht gibt es da noch Sachen, wo noch mehr Gleichberechtigung prima ist, aber es gibt doch schon alles Mögliche. Und also ich kann das nicht nachvollziehen, dass man immer noch so tut, als wenn wir so im Jahr 1723 wären. Das ist für mich völlig unverständlich. Ich weiß auch gar nicht, was meint sie denn? Wo muss denn da noch so riesen viel passieren? Ich weiß es nicht, wir sind ja nicht hier. Natürlich gibt es Länder auf der Erde, wo was ganz anderes ist, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Das Wort Gleichberechtigung, das zerfasert oft in so kleine gesetzliche Details über Bezahlung, über Kinderbetreuung. Und trotzdem ist ja nicht wirklich Gleichberechtigung erreicht, wenn alle Strukturen nach wie vor männlich sind. Mhm. Ja, welche Strukturen sind alle männlich? Wie viele Strukturen sind weiblich? Werden die dann auch aufgelöst, die weiblichen Strukturen? Also man sieht das ja in den Nordländern, die ja viel weiter sind mit so Gender. Da gibt es ja wirklich verstörende Videos, wie die Kinder auch schon da zurechtgewiesen werden, wenn sie mal irgendwie männliches Verhalten zeigen und so. Da gibt es ja diesen interessanten Effekt,
Ja, vielleicht mache ich noch mal ein Video darüber, weil ich habe auch mal im neuen Buch verarbeitet, dass diese besonders Gender-Equality-Gesellschaften, dass da Männer und Frauen noch viel unterschiedlicher sind als in anderen. Das heißt, die gehen, gerade wenn sie so gelassen werden, gehen sie freiwillig mehr in die Gender-Rollen rein. Und die werden noch mehr Männer-Ingenieure und noch mehr Frauen machen, ja, Jobs, die sie halt gerne machen. Das ist ein Irrsinn. Es gibt einfach, ja, aufgrund, wie wir gebaut sind, machen uns halt unterschiedliche Sachen Spaß. Und natürlich kann jeder Mann irgendwie Erzieher werden, jede Frau kann Ingenieurin werden. Das verbietet ja keiner. Also das ist einfach Quatsch. Sie haben, es ist übrigens eine gute Gelegenheit, dass wir den Weltfrauentag heute feiern, indem wir dieses Interview machen. Ja. Sie haben ja, sich hier wieder anbiedert, ey. Historischen Ansatz gewählt, der bisher in der Feminismusdebatte kaum so recht im Vordergrund stand. Es geht um die Zeit vor 10.000 Jahren, als die Sesshaftigkeit begann. Im Übrigen würden diese Kapitel in Ihrem Buch einem Geschichtsbuch alle Ehre machen, weil Schüler auch mal einen Epochenüberblick lesen sollen oder kennenlernen sollen. Und das würden Sie in Ihrem Buch sehr gut lernen. Ist diese Sesshaftigkeit denn die Quelle allen Übels für das weibliche Geschlecht? Die Sesshaftigkeit ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Entscheidungspunkt. Quelle allen Übels, das will mir nicht so ohne weiteres über die Lippen, weil natürlich auch mit der Sesshaftigkeit ein unvergleichlicher Fortschritt begann. Aber es ist tatsächlich so, dass dieser Fortschritt in starkem Maße auf dem Rücken der Frauen ausgetragen wurde und auf der Unterdrückung der Frauen möglich wurde. Insofern, natürlich haben wir Frauen von diesem Fortschritt profitiert, wie alle anderen Menschen. Also natürlich gibt es Patriarchat und natürlich gibt es da geschichtlich oder hat es geschichtlich einiges zu verändern gegeben. Überhaupt keine Frage. Sehe ich genauso. Auch, aber wir haben auch einen sehr hohen Preis dafür bezahlt. Nun, ein Zurückdrehen der Geschichte stellen Sie sich nicht vor, aber in gewisser Form soll die Frau doch wieder in ihre ursprünglichen Rechte eingesetzt werden. Sie soll sich die passenden Männer für ihren Nachwuchs aussuchen können. Habe ich Sie? Kann sie doch. Verstanden? Ja. Ich möchte auf jeden Fall, dass die weibliche Sexualität wieder ganz frei wird. Das bedeutet auch, dass wir einen Großteil der patriarchalen Sexualmoral. Haben wir doch schon längst. Das haben wir. Sie kann doch machen, was sie fucking will. Ey, wer hält sie davon ab? Also, ich weiß es nicht. Wo haben wir jetzt das wird immer so gesagt, wo haben wir denn jetzt eine patriarchale Sexualmoral hier in Deutschland? Ich weiß es nicht. Aufknacken, ich will nicht sagen, ganz rückgängig machen, die hat ja auch irgendwo ihre Daseinsberechtigung, aber diese Sexualmoral, auch die ging häufig eher zulasten der Frau als zulasten der Männer. Und diese. Ja, in der Vergangenheit. Und jetzt? Ist jetzt immer noch so? Sexualmoral hat Frauen in eine Rolle gedrängt, in der sie wirklich auch ihre Sexualität aufsparen für den einen Richtigen, der dann irgendwann kommt und sie erwählt und erweckt und an den sie sich dann auch nach Möglichkeit für viele Jahre oder sogar lebenslang. Das ist doch gar nicht mehr so. Das kann einen so aufregen. Das ist doch überhaupt nicht mehr so. Keiner muss heiraten, jeder kann sich trennen, jeder kann. Gibt's ja auch, also das habe ich auch schon, diesen Tinder-Videos, wir haben eine Hookup-Culture, ob das jetzt alles so ist, was wir wollen, weiß ich nicht, aber kann ja jeder machen, wie er will. Wieso kann sie das nicht? Ich weiß es nicht. Sexuell treu binden und das entspricht überhaupt nicht der weiblichen Natur und das hätte ich gerne aufgeknackt, ja. Also sich treu binden entspricht nicht der weiblichen Natur. Also ich meine, ich habe ja auch viel, ich meine, ich bin kein Biologe, habe ja auch viel recherchiert und also wenn man jetzt zum Beispiel mal Helen Fischer, was ist die Helen Fischer? Also diese Anthropologin hat ja viele interkulturelle Studien gemacht und das ist einfach Quatsch. Also serielle, also nicht lebenslang, aber serielle Monogamie ist einfach das Muster für den Menschen und ja, es gibt auch genetische Gründe, wo man vielleicht es gut findet, wenn es eine gewisse Treue gibt, damit man nicht Kuckuckskinder großzieht und das also die Natur der Frau ist also nicht treu zu sein. Das ist ja unglaublich. Und weiß nicht, damit können sich jetzt Frauen identifizieren. Weiß nicht, könnt ihr das? Ich kann das überhaupt nicht ernst nehmen. Auch gegen die Ehe? Wenn wir die Ehe verstehen als einen rechtlichen Rahmen, der
der staatlichen Obrigkeit Eingriff in intimste Entscheidungen ermöglicht? Ja. Die Ehe, die ist in erster Linie ein Kontrollinstrument für Machthaber. Wahrscheinlich auch alles Männer, die staatliche Obrigkeit, auch wenn wir Kanzlerinnen haben und Außenministerinnen, also alles bösen Männer. Eben in diese intimen Entscheidungen einzugreifen, ja, durch Bevölkerungspolitik oder was auch immer. Und ich finde, der Staat hat in der persönlichen Entscheidung, wer mit wem, wann, wie oft Sex hat und Kinder zeugt oder nicht Kinder zeugt, überhaupt nichts zu suchen. Ja, und macht er das? Ist es irgendwie verboten, fremdzugehen? Wüsste ich nicht. Sie erinnern an die mit der Female Choice verbundene sexuelle Selektion. Die sexuelle Selektion durch die wählerischen Weibchen ist gleichzeitig das Werkzeug und der Ursprung evolutionärer Anpassungen. Es ist die Stellschraube, an der sich die Erfolge von Individuen und Arten entscheidet, schreiben Sie. Solche Sätze könnten auch missverstanden werden. Wie ordnen Sie diese in Ihre Argumentation ein? Natürlich können die missverstanden werden. Ich habe eine... Ist schon dieser Titel, Anfang und Ende der männlichen Zivilisation. Ich weiß nicht, so ich würde als Mann denken, wenn jetzt alle Frauen so werden, die macht doch, lebt doch alleine, macht doch einen Scheiß allein, ist mir doch kackegal irgendwie, ne? Aber dann macht auch die gefährlichen Jobs oder wenn da irgendwas verteidigt werden muss, irgendwie militärisch, dann macht das gefährlichst auch. Also, ich meine, also wenn, dann brauchen, also, oder wollen oder brauchen sich doch beide Geschlechter gegenseitig. Also sie forciert diesen Kampf der Geschlechter, der gerade wirklich so alles vermiest. Und ich finde das wirklich schlimm, muss ich echt sagen. Ey. Und da muss man sich, wundert man sich noch, dass so immer mehr Männer sich so Red Pill zuwenden, wundert mich überhaupt nicht. Ey. Ich stelle ja auch einen Satz hinzugefügt, dass es mir nicht darum geht, eine Gesellschaft aus genetischen Supermenschen zu schaffen. Aber natürlich dürfen wir einfach nicht vergessen, dass der Erfolg der Spezies Mensch, Homo sapiens sapiens, dass der eben auch auf diesen evolutionären Anpassungsprozessen beruht. Und wenn wir die beenden, dann beschränken wir unser eigenes Anpassungspotenzial und dass wir längst nicht so weit sind, die Natur in allem und jedem. Was soll denn das heißen, dass man dann auch, wenn man das mal zu Ende denkt, was wird denn das für Menschen mit Behinderungen heißen? Es ist wirklich wie so, ich finde das wie so ein, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, wie so eine, weiß ich nicht, so, will jetzt so ein Eugenikprogramm starten oder was? Ich finde das, also, dass so, was man sowas sagen kann, also wenn das ein Mann sagen würde, das wird vielleicht alle, die ganze Welt wird ausrasten, aber sie kann das hier unwidersprochen sagen und ist einfach nur fassungslos, ey. Kontrollieren zu können. Das zeigt sich ja jetzt zum Beispiel bei der Pandemie oder auch bei Naturkatastrophen oder was auch immer. Der Mensch kann natürliche Prozesse sehr stark lenken, kontrollieren, kann sich darüber erheben, vermittelt seines technischen Fortschrittes, aber er kann es nicht unendlich. Und es gibt immer wieder Situationen, in denen wir als Menschen feststellen müssen, wie klein und unbedeutend und hilflos wir vor der Natur sind. Und ich kann nur sagen, als Biologin, Evolution ist meine Religion. Und natürlich halte ich evolutionäre Anpassungsprozesse. Ja, und die letzten 10 Jahre sind dann keine Evolution oder was? Okay. Für richtig, aber das heißt natürlich nicht, dass diese evolutionären Anpassungsprozesse alle moralischen Errungenschaften jetzt aufheben. Wie bereits angemerkt, wollen Sie das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen, aber Sie wünschen, dass wir über, Zitat, eine neue Zivilisation nachdenken. Nochmal Zitat, in der männliche und weibliche Bedürfnisse gleichermaßen berücksichtigt sind. Wie stellen Sie sich das vor, wenn künftig nicht mehr so viele Männer ausgewählt werden? Das wird in der Tat ganz schön schwierig. Also erstmal geht es mir überhaupt nicht um eine Machtposition der Frau, sondern mir schwebt eine Gesellschaft vor, in der es überhaupt keine Machtmonopole einer bestimmten Gruppe gibt. Egal, ob das jetzt weiße Menschen über schwarze Menschen sind oder Frauen über Männer oder was auch immer. Machtmonopole halte ich für was ganz... Nein, sie werden ja nur nicht ausgewählt. 80% der Männer. Was hat er mit Macht? Macht für die Frau gar nichts zu tun. Aber überhaupt nicht. Rechtes, dabei kommt immer Unterdrückung heraus. Aber es stimmt natürlich schon, eine befreite Sexualität führt auf jeden Fall dazu, dass weniger Männer eine Partnerin finden. Und das halte ich für gesetzt. Schon jetzt sieht man das, dass die Zahlen der unverpartnerten Männer, dass die ansteigt. Und diese... Ja, bei der unverpartnerten Frauen auch. Da reden wir nur über unterschiedliche
Altersgeschichten. Es gibt so viele Single-Frauen immer mehr. Und also mich regt das richtig auf, weil ob sie jetzt so das der Target ist für so Alpha-Chats, ob sie jetzt da ausgewählt wird, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Und ja, also natürlich stimmt das, dass das ist ja auch, das sagt sie ja auch, also sagt ja auch, sie sagt ja das Gleiche, was auch viel bei so Börsen gesagt wird, 80% der Frauen gehen auf 20% der coolsten Männer, nur dass man darf diese Zahlen, das heißt ja nicht, dass die Männer überhaupt niemand abkriegen. Und das heißt auch noch gar nicht, dass sich das nicht in irgendeinem Alter vielleicht mal dreht und vielleicht Männer viel leichter haben, eine Partnerin zu finden, weil Fakt ist auf jeden Fall, ich habe mir nochmal Zahlen angeguckt, dass in den 60ern sind nur 20% der Männer Single, aber ich weiß nicht ganz genau, 50% der Frauen. Ja, also es mag jetzt auch viele andere Gründe haben, aber das kann man doch nicht über die ganze Lebensspanne so runterbrechen. Hat mal das eine Geschlecht einen Vorteil, vielleicht mal das andere. Und oh, also das klingt für mich so frustriert. Und ist jetzt nur eine Mutmaßung. Ich frage mich immer, also jemand, der so frustriert ist, hat das nicht auch mit der persönlichen Situation zu tun? Und sie war ja mit so einem Sterntypen zusammen und die Ehe ist auseinandergegangen und er hat jetzt eine Jüngere. Also ist das wie ist das denn dann? Also hat sie dann nicht ihr Female Choice ausgeübt und wieso hat er jetzt eine Jüngere gekriegt? Und also es macht alles von vorne und hinten keinen Sinn. Und wie gesagt, solche Aussagen forcieren den Kampf der Geschlechter und ich finde das total schade. Natürlich ist der Datingmarkt ein harter Platz teilweise, aber ja, ich wollen ja auch Richtung 5D das auch alles weicher machen, aber das ist hier so 3D des Grauens und wirklich, also auf mich wirkt das auch wirklich so völlig ungesteuerter Männerhass, so, ne? Da müssen wir als Gesellschaft auffangen, ihnen Hilfsangebote machen, Ich will keine Hilfsangebote von ihr. sie trotz ihrer unfreiwilligen sexuellen Enthaltsamkeit geachtet werden, respektiert. Ja, vielleicht kommt sie auch mal in ein Alter, wo sie unfreiwillige sexuelle Enthaltsamkeit hat und ja, weiß ich nicht. Und wenn das passiert, dann kann man doch, ob das jetzt bei Männern passiert oder bei Frauen, kann man doch mit Empathie drauf gucken und versuchen, seinen Datingalltag zu verbessern oder vielleicht auch dahin kommen, dass die letzten 10.000 Jahre vielleicht doch nicht in jedem Aspekt so schlecht waren, wenn Männer und Frauen gut zusammengefunden haben. Meinetwegen auch in so einem altertümlichen Ding wie der Ehe. Offensichtlich war es ja nicht ganz so schlecht. Und also es macht wirklich vorne und hinten keinen Sinn, was ihr sagt, wirklich. Und es ist einfach. Ich finde es einfach männerfeindlich, ne? Bekommen und letztlich natürlich auch ihre Bedürfnisse befriedigt sehen. Ihre Kritik an Männern und der männlichen Welt, wie die Überschrift ihres Kapitels lautet, indem sie eine Geschichte der Männergesellschaft vortragen, die sie auch als eine einseitige Färbung bezeichnen, die es zu überwinden gelte, zielt auf die Neuverteilung der Macht, die heute oder im Verlauf der Geschichte im Wesentlichen nur einige wenige Männer begünstigte. Bedeutet das für Sie, dass bis heute jeglicher Ansatz der Gleichberechtigung von Frau und Mann gescheitert ist? Gescheitert würde ich auf gar keinen Fall sagen. Also gerade vor dem Hintergrund, dass die gesamte Zivilisation etwas Männliches widerspiegelt, finde ich es ganz und gar erstaunlich, was Frauen oder eben auch Minderheitengruppen da heute schon für sich rausgeholt haben und das Also für mich ist das so ein Opferding. Wo ist jetzt die Frau, hat jetzt nicht gesagt, aber so im Subtext, ist die Frau jetzt auch eine Minderheitengruppe in unserer Gesellschaft? Also nehme ich überhaupt nicht so wahr. Also ganz und gar nicht. aus meiner Sicht absolut Respekt. Aber ich sehe eben, dass viele dieser Ansätze, die arbeiten von den Symptomen her. Also die kommen nicht so richtig an den Kern dieser Zivilisation. Und deshalb versuche ich eben mit meinem Buch so ein bisschen den Weg freizumachen, auch für Ursachenforschung und auch Ursachenbekämpfung, sodass dann quasi sowohl von den Symptomen her gearbeitet wird, als auch von der Ursache her, um dieses System aufzubrechen. Sie sind ja ziemlich radikal, weil in der Geschichte ja auch Frauen ja auch eine Rolle gespielt haben in der Geschichte, in der Literatur und in der Kunst. Und bei Ihnen setzen Nein, nur die bösen Männer. nicht erst am Ende des 19. Jahrhunderts ein, aber es gab ja auch in der Renaissance Frauen, die wichtig waren, oder auch in der Literatur auch Autorinnen. Ja, gab es ohne Frage. Immerhin leistet er ein bisschen gegen Werdermann. Und ich habe sie ja auch nicht ohne Grund in dem Buch erwähnt, aber
wenn sie sich die mengenmäßige Verteilung anguckt, dann sind die Frauen so selten und es ist, es erscheint immer wieder wie so ein glücklicher Zufall, dass jetzt Ja, also über die Vergangenheit müssen wir da nicht reden. Das ist so gut, dass wir die Frauen das erkämpft haben. Aber jetzt geht das irgendwie echt eine echt ungünstige Richtung, finde ich. Also natürlich kann man jetzt immer wieder sagen, stimmt auch. In der Vergangenheit hatten wir Übergewicht von Männern und wahrscheinlich in vielen Punkten Patriarchat. Und das stimmt auch. Ich habe mich da auch viel eingelesen, dass das vor allen Dingen ja in dieser Zeit der Sesshaftigkeit war. Also vorher finden wir auch viele matriarchale Gesellschaften und ja, hoffentlich kommt es gut zusammen und jeder kann nach seiner Fassung glücklich werden, aber müssen wir jetzt diesen Krieg der Geschlechter so füttern? Ich halte überhaupt nichts von. Frau durch ihr Talent zum Schreiben, zum Musizieren, zum Dichten, was auch immer, da herausgestochen ist. Weil einfach die Masse der Frauen in dem Moment, wo sie Kinder bekommen, ja wirklich auch so in dieser namenlosen Häuslichkeit der Kinderversorgung verschwunden sind. Sie legen auch Erklärungen vor, wie es... Ja, Männer sind vielleicht in Namen X namenlosen Kriegen verschwunden, ja. Schwung der Männerzivilisation kommen konnte. Das lag im Grunde genommen an den für beide Geschlechter so unterschiedlichen Fortpflanzungskosten, wie Sie es nennen, woraus sich so sehr stark abweichende Reproduktionsstrategien entwickelt haben. Wie wollen Sie diese biologischen Grundlagen oder Unterschiede in den Griff bekommen? Gute Frage, wäre dann wahrscheinlich ein Thema für mein nächstes Buch, wenn ich darauf die Antworten gefunden habe. Ich glaube, in den Griff bekommen im Sinne von auflösen, lassen die sich nicht. Also entweder man sagt, wir lassen die Sexualität weitgehend natürlich frei, dann müssen wir uns einfach mit Begleiterscheinungen rumschlagen, für die es keinen Mechanismus gibt, um sie zu verhindern. Was man aber machen kann, ist eben speziell den Männern, die dann keine Partnerin mehr finden, eben Ausgleichsangebote zu machen. Über Achtung, zuhört. Sexpuppen, Sexroboter, von mir aus auch Sex, also Sexualassistenz, Betreuungsangebot, das klingt so seltsam, aber diesen Männern, Sexualassistentinnen durchaus auch subventioniert von Krankenkassen zur Verfügung zu stellen. Und denn das Problem der männlichen Sexualität ist eben auch, dass wenn die unfreiwillig unausgelebt bleibt, führt sie sehr leicht zu Aggressionen und bis hin zur Gewaltbereitschaft. Und es ist natürlich vollkommen klar, dass man potenziell gewaltbereite Männer nicht einfach so unbehandelt einsperren. In eine Gesellschaft integrieren einsperren. Kann. Erstmal von der Krankenkasse Sexroboter bezahlen lassen und dann am besten einsperren, würde ich sagen. Gehört für mich auch eine Veränderung der gesellschaftlichen Narrative. Diese hypermaskuline Zivilisation hat ja auch dazu geführt, wie ich dachte, die Alphas sollen jetzt die ganzen Frauen kriegen. Dass männliche Anerkennung sehr stark auch vom eigenen Erfolg bei Frauen abhängt. Also ja, und deswegen posten Millionen Frauen jeden Tag Fotos auf Instagram, weil sie keine männliche Aufmerksamkeit wollen oder was. Ja, und keine Bestätigung. Wenn sie denken, irgendwie ein Mann, der viele Partnerinnen hat oder der auf Fotos immer von schönen Frauen umringt ist, der ist immer irgendwie, oh, das ist ein toller Hecht, das ist ein Macher. Und dagegen der Junge oder der Mann ohne Frau, das sieht immer irgendwie so ein bisschen... Gut, lassen wir es mal dabei, dass der Typ jetzt nicht an die Kehle springt, im übertragenen Sinne, ist für mich völlig unverständlich, aber gut, wahrscheinlich muss er dieses Interview machen. Es macht von vorn bis hinten keinen Sinn, also wenn sie sagt, das steht ja auch so irgendwie in ihrem Buch, also sozusagen alle Frauen pflanzen sich fort, aber nur mit 20% der Männern, dann muss sie doch genau diese hypermaskulinen Chat, muss sie doch daten und dann haben die, all die Frauen wollen dann irgendwie nicht committete Beziehungen haben, irgendwie so 10 Frauen teilen sich einen Mann, also das wollen Frauen, ja. Und weil Evolution funktioniert so, dass irgendwie 80% der Männer nutzlos sind und die Evolution hätte das nicht schon längst ausgemerzt, wenn es sowas in dem Sinne geben würde von Beta-Männern, also dass da so eine Biologin gar nicht drauf kommt, das ist, also wenn 80% der Männer nutzlos sind, wofür gibt es sie dann? Das hätte auch
wird die Natur nie mitschleppen. Also macht alles vorne hin keinen Sinn. Und es ist auch so eine krude Vermischung. Erstmal können Menschen, ja, also jeder kann an seiner Polarität arbeiten. Männer können an Polarität arbeiten. Frauen können an ihrer Polarität arbeiten. Und man kann sein, habe ich auch mal einen Datingkurs, man kann ja seinen Dating-Erfolg auch verbessern. Also das ist auch so ein Opferdenken, man hängt da ja nicht fest. Ja, und so, man hat, das ist totales Opferdenken, was ich komplett ablehne. So, und das ist nicht jemand vorbestimmt, dass er ewig Single bleibt. Ne? Das ist wirklich Quatsch. Vielleicht haben manche Vorteil, aber das ist häufig auch so ein Pseudo-Vorteil. Nur weil man mehr Dates kriegt, heißt ja auch, dass man mehr Beziehungen kriegt oder mehr reproduktiven Erfolg hat. Und auch in der Natur ist es so, dass also erstmal ist der Mensch nicht ein Gorilla, der Harems bildet. Das ist einfach nicht so. Und ja, dann haben auch häufig, wenn man schon uns mit Affen vergleicht, auch viele Betas, die es meiner Ansicht nach so nicht gibt, so wie das hier dargestellt wird. Also weil auf eine Art gibt es natürlich Beta-Verhalten, aber haben die auch ihre Sexualstrategien, ne? Und ja. Und wenn es die nicht gäbe, hätten die sich nicht fortgepflanzt oder wären diese Charaktereigenschaften, die wären eliminiert, sind sie aber nicht, ne? Warum? Also es ist einfach nur, ich finde es abstoßend, sage ich ganz ehrlich. Und dass sowas, ich meine, jeder soll seine Meinung sagen, deswegen finde ich auch gut, ich bin ja auch wirklich so gegen Cancel Culture, aber dass sowas gesagt wird, ohne irgendeinen Widerspruch, ohne einen Aufschrei, ist für mich unverständlich, weil wenn ein Mann das andersrum sagen würde, würde Twitter und die ganze Social Media ausrasten, ne? Also mit Recht auch, aber das ist für mich ein Aspekt, was bei uns wirklich falsch läuft, dass also nur weil die Männer vielleicht in der Vergangenheit die Szene dominiert haben, wird es nicht besser, wenn das heute so wütende, weiß nicht, Frauen machen, versuchen, macht das besser? Nee, das ist, also sie benimmt sich hier eigentlich wie sie so negativ Männer beschreibt, so aggressiv, ausstoßend, kalt, das ist so negativ, sind eigentlich negative, also wenn man das so weiterdenkt, sind das eigentlich negative männliche Eigenschaften, ne? Ich glaube, ich mache mal die Überschluss, sonst regne ich nur noch auf. In diesem Sinne, macht die fucking Kurse und freue mich auf eure Kommentare zu. Wir sehen uns bald wieder.